Ich bin stolz, dass aus dieser großen, erfolgreichen politischen Familie der CSU keine einzige kritische Stimme in den letzten Wochen in der Öffentlichkeit bekannt wurde. Das heißt, wie eine Familie zusammensteht. So muss man zusammenstehen. Keine einzige. Das heißt ja immer, Seehofer, Wettbewerb und all der Quatsch. Liebe Freunde, Karl Theodor ist von mir vorgeschlagen worden als Generalsekretär, als Wirtschaftsminister, als Bundesverteidigungsminister. Und ich werde, das ist die Meinung der gesamten CSU-Spitze, dann, wenn seine Familie und er selbst etwas Abstand gewonnen haben, werde ich alles tun als CSU-Vorsitzender, dass Karl Theodor zu Guttenberg wieder in die bayerische und deutsche Politik zurückkehrt. Karl Theodor zu Guttenberg hat an seinem politischen Talent, an seiner Leistung für unser Vaterland nichts verloren, dadurch, dass er die Stärke gehabt hat, zu Fehlern zu stehen, zu sagen, ich entschuldige mich für die Fehler und auch zurückzutreten, liebe Freunde. In einer Demokratie hat eine solche Haltung Respekt verdient. Respekt verdient. Und ich sage euch, an unserer Haltung wird sich nichts ändern. Wer sich da jetzt alles im Namen der Moral und des Anstandes zu Wort meldet, ich sage euch, liebe Freunde, aus der Partei der Steinewerfer, der RAF-Sympathisanten und von den Stasi-Kommunisten lassen wir uns nicht Anstand und Moral vorhalten. Aber überhaupt nicht. Da gibt es viele, viele, gerade konservative Wählerinnen und Wähler, die fragen seit Guttenberg, was ist das eigentlich da bei der CDU? Was ist das eigentlich mit den bürgerlichen Tugenden, die alle in jeder Sonntagsrede vor sich hergebetet haben? Ehrlichkeit, Anstand, eigene Leistung. Zählt das in der CDU noch was? Und bei der CSU gilt da auch noch alles, was früher war? Früher hieß das, ich erinnere mich, Laptop und Lederhose. Heute heißt das Copy and Paste. Und das soll in Ordnung sein, liebe Genossinnen und Genossen. Und Schuld haben mal wieder nur die anderen. Bei den einen sind es die Medien, bei den anderen ist es die Opposition. Ich sage euch voraus, wenn die so weitermachen, und die werden so weitermachen, Florian hat das eben prognostiziert, die schaufeln sich ihr eigenes politisches Grab jeden Tag ein Stück tiefer. Und ich sage voraus, am Ende werden sie selbst drin liegen. Und wenn das die bürgerlichen Tugenden sind, Lug und Trug, dann wollen wir nichts damit zu tun haben. Diese SPD steht für 150 Jahre Kampf für Freiheit und soziale Gerechtigkeit. Das sind bürgerliche Tugenden und die finden die Leute gut. Ich glaube, insgeheim, abends zu Hause, wenn es dunkel ist, dann wissen auch viele CSU-Anhänger, Guttenberg ist in Wahrheit kein Opfer. Weder die Opposition noch die Medien haben ihn zu Fall gebracht. Das war ganz und gar sein eigenes Werk. Und der eigentliche Grund für die Nibelungentreue der CSU ist ein ganz anderer. Nicht die Uni Bayreuth und nicht der Doktorvater hat sich von ihm täuschen lassen, sondern die CSU selbst. Und sie hat sich sogar gerne täuschen lassen. Sie hat sich gerne täuschen lassen, weil die Droge Guttenberg ihr ersparte, sich den eigentlichen Wahrheiten zu stellen. Und die Wahrheit ist, dass Bayern und die CSU eben nicht mehr ein und dasselbe ist. Und die Wahrheit ist, dass Horst Seehofer bei der Union in Berlin gar nicht mehr ernst genommen wird. Weil die konservativen CDUler in Bayern
auch hier in Baden-Württemberg, gesagt haben, dieser konservative Gutenberg ist unser Mann, hat Merkel sich nicht dürfen getraut. War sie unfähig, weil sie die Sorge hatte, dass die Baden-Württemberger CDU oder CSUler sagen, Leichenpflastern ihren Weg. Ihr erinnert euch mal dran, wie vor Monaten gesagt wurde, aus der CDU, das stand auch in allen konservativen Zeitungen, die Merkel vertritt gar nicht die CDU, weil sie nicht diesen erzkonservativen Kern hat. Könnt ihr euch erinnern? Und seitdem ist sie sozusagen Gefangene in diesem Schraubstock CDU und FDP. Sie war so unter Druck, dass sie nicht mal klar sagen konnte angesichts der Dissertation von Gutenberg, das ist nicht in Ordnung. Eine wissenschaftliche Leistung muss selbst geschrieben sein und muss in Fußnoten und An- und Abführungsstrichen erkennbar sein, was woher kommt. Eine Kanzlerin, die in einem Land, wo es auf Wissen ankommt, die Verbindung von Wissen und Gewerbe, von Wissen, Unternehmen und Industrie, eine wissensgeleitete Gesellschaft, eine Kanzlerin, die so im Schraubstock ist, dass sie in einem solchen Augenblick sich nicht entblödet zu sagen, ich wollte keinen Wissenschaftler, sondern einen Verteidigungsminister, die den Kern unserer Wirtschaft mit dem Wissen nicht halten und fördern kann, die ist einfach falsch in diesem Land. So einfach ist das. Wenn irgendjemand sagt, der war ein guter Politiker, ja, und die anderen sind die grauen Mäuse. Ich sag mal, so blöd sind wir alle nicht. So blöd sind wir alle nicht, dass wir glauben, einer, der sich so auf den Times Square stellt, der ja, die Bühnen rauf und runter springt und tänzelt, dass er für diese Aufführung schon ein guter Politiker wäre. Wenn wir uns mal angucken, was er alles entschieden oder nicht entschieden hat. Ja, bei Opel hat er gesagt, gibt kein Geld. Nie. Und hat noch so getan, als, ja, ich war gar nicht mehr dran zu denken. Da hat er stilisiert, er ist der einzig unabhängige Politiker, den es gibt. Naja, mein Gott, wenn ich eine adlige Familie hatte, die andere Bauern hatte für sich arbeiten lassen und dann das Geld in eine Stiftung nach Österreich trage, dann wäre ich auch ganz unabhängig. Ja? Jetzt müssen wir uns aber trotzdem noch ganz klein wenig mit Gutenberg, ich weiß ja, man soll da nicht lange, er ist ja eigentlich nicht mehr so richtig da, aber bei der CSU ist er noch lebendig. Ne? Also wir müssen uns noch ein bisschen was einfach nur sagen. Also, 16.02. Der Vorwurf, meine Doktorarbeit sei ein Plagiat, ist abstrus. Wörtliches Zitat. Am 18.02., zwei Tage später, Zitat, meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat, und den Vorwurf weise ich mit allem Nachdruck von mir. Sie enthält fraglos Fehler. Es wurde allerdings zu keinem Zeitpunkt bewusst getäuscht oder bewusst die Urheberschaft nicht kenntlich gemacht. Und dann hat Herr Gutenberg von Zitierfehlern gesprochen. Das Abschreiben war ein Zitierfehler. Liebe Genossinnen und Genossen, wenn künftig das Abschreiben von anderen und das falsche Zitieren in einer Doktorarbeit als Zitierfehler bezeichnet wird, dann kann man künftig auch Ladendiebstahl als Einkaufsfehler bezeichnen, liebe Genossen. Das ist die Realität. Jetzt sind wir hier in Bayern, aber wir kennen auch die Bremer Stadtmusikanten. Bei den Bremer Stadtmusikanten war es ja tatsächlich so, dass sie nur dann erfolgreich waren und die Räuber in die Flucht schlagen konnten, als sie zusammenhielten. Ne? Allerdings stand bei denen der Esel unten. Und jetzt sagt er, und alles bezogen auf den Fall Gutenberg, sonst wäre es ja wurscht, was er so sagt, aber da ist jetzt wichtig. Zusammenhalt, Zitat, Zusammenhalt ist eine der Grundlagen der CSU. Diesen Zusammenhalt der politischen Familie haben wir in den zurückliegenden schwierigen Wochen ausnahmslos gepflegt. Also, jetzt passt mir auf, was das heißt. Da gibt's also einen dieser Familie, da kommt immer mehr raus, dass er bescheißt und bedrückt. Und was passiert dann? Dann sagt der Chef dieser Partei, jetzt müssen wir aber ganz fest zusammenrücken, sozusagen uns um den, der da offensichtlich Mist gebaut hat, betrogen. Wir müssen uns um den zusammenschauen, weil wir sind ja alle eine große Familie. Sagen wir, wenn die anderen auch so sind wie der Gutenberg, dann weiß ja, warum die so zusammenrücken, liebe Genossin, dann macht es auch wieder Sinn. Aber ich sage ganz was anderes. Solches Zusammenrücken von Familien, wo der ein oder andere illegale Handlungen macht, gibt es auch in Süditalien, liebe Genossinnen und Genossen. Da heißen die nur anders. Da heißen die nur anders.
Wort zu Karl Theodor zu Guttenberg und der Diskussion sagen. Karl Theodor zu Guttenberg hat schwere Fehler gemacht. Keine Frage. Und dafür ist er seinen Doktortitel losgeworden. Keine Frage. Und darüber wird auch die Staatsanwaltschaft jetzt ermitteln. Aber, liebe Freunde, wir, die Christlich-Demokratische Union, müssen uns von Herrn Gysi, Herrn Trittin und Herrn Gabriel wirklich nicht belehren lassen, wenn es um Anstand und Ehrlichkeit in der Politik geht.